Moin, ich begrüße euch zu unserem nächsten Video, das zweite. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und wir haben sehr viel vor. Es geht jetzt gleich schon los. Wir fahren gleich nach Hannover zum Eishockey, zu den Hannover Scorpions. Die haben heute ein Testspiel gegen Hamburg. Da schauen wir mal, was wir da so filmen können. Morgen geht es dann gleich weiter, da sind wir dann in Vechta. Da ist ein Sandbahnrennen. Und auch da hoffen wir, dass wir da ein bisschen Filmmaterial zusammenkriegen. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Viel Spaß Vlog. Auf geht's. Mit der 7, das ist Marius Negele. Die 9, Nico Schnell. Mit der Nummer 15, das ist Robin Thompson. Die 16, Marius Rappe. Mit der Nummer 19, das ist Mike Robinson. Mit der Nummer 21, Patrick Schmidt. Die 27, Julien Pelletier. Mit der Nummer 33, Christoph Kotzio. Die 41, das ist André Spakov. Mit der 52 Sapa Blank. Die 58 trägt Dennis Schütz. Mit der Nummer 61 Robin Ringe. Die 66, das ist Ralf Rinke. Mit der 72, das ist Robin Marek. Die 77, Dennis Arnold. Mit der Nummer 96, das ist Andy Reis. Und mit der Nummer 11, das ist unser Kapitän, das ist der Bomber, das ist Pierre Bombis. Nein, die waren so. Die waren 2 Stunden.
Ja, der vernünftige Licht wird dahinter. Da weiß ich. Man muss das Spiel auch mal schnell machen, ne? Und sogar noch mal ein Tor machen. Wie NHL, machen wir das? Ja, und Hamburg soll man jetzt machen. Dann sehen wir noch mal. Robert, da ist er. 3-3. Machen wir jetzt hier. Hat er gedacht? Hat er gedacht? Ja! Alles Gute. Wir bedanken uns, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Das war erfolgreich. Wir haben 3-2 gewonnen. Am Ende wurde es nochmal spannend, aber wir haben es über die Zeit gebracht. Ja, jetzt ab nach Hause. Morgen geht's weiter. So, neuer Tag. Wie ja eingangs des Videos bereits erwähnt, fahren wir heute nach Vechta. Ich treffe mich jetzt gleich mit ein paar Kumpels und dann machen wir uns so langsam auf den Weg. Ja, ich hoffe, es wird spannend. Auf geht's, würde ich sagen. So, in Vechta angekommen. Gehen wir jetzt mal ein bisschen hier durchs Fahrerlager. Und schauen mal, was hier so los ist.
hinter dem roten Farbe hier. Zu Hause angekommen. Mittlerweile ist es fast Mitternacht. Es war ein ganz schön langer Tag der Anfechter. Jetzt geht es gleich noch schnell unter die Dusche, denn so ein Sandbahnrennen ist auch immer sehr, sehr staubig. Unsere deutsche Mannschaft ist am Ende Dritter geworden hinter Tschechien und Frankreich. Ja, und das war es dann auch erstmal mit diesem Video, das wir an dieser Stelle beenden werden. Wir würden uns über jedes Like und auch jedes Abo freuen. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.